Ja, hi und herzlich willkommen zu Lilien Insight. Und auf diese Folge habe ich mich unfassbar gefreut. Und zwar sind wir heute Abend zu Gast bei Sandro Sirigu. Hi. Sandro, hi. Colin. Vielen herzlichen Dank, dass wir da bei dir sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Ja. Also wir haben ja hier schon so ein bisschen was vor uns. Ja. Ja, wir möchten zusammen Abendessen. Ist das Lena, ey? Schlecht. Stichwort Essen, okay, ja. Jetzt machen wir das hier bei dir zu Hause. Aber hast du auch ein Lieblingsrestaurant oder so? Oder wo gehst du gerne hin? Ja, ich habe jetzt gerade mit Marcel Heller und seiner Freundin und mit meiner Freundin gehen wir echt ziemlich oft auch mal außerhalb essen. Wir haben schon ziemlich viel ausprobiert hier in Darmstadt und auch in der Umgebung. In Darmstadt natürlich gehen wir gerne ins Vivarium. Ja, also zum Essen oder auch zum Tiere gucken oder das dann verbinden? Ja, eher zum Essen. Wir waren natürlich, war ich auch schon im Zoo, aber lieber zum Essen. Ja, schmeckt okay. Sehr lecker und es ist immer... War ich auch schon, das ist echt gut. Ja, finde ich auch. Doch. So, du hast die gewürzt, Sandro. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob das hier was geworden ist. Ja, ja, ich hoffe. Ne? Ja. Ich habe es jetzt leider nicht abschmecken können, weil das mache ich sonst immer. Man schlägt natürlich den Löffel dann immer ab, aber wenn ich jetzt natürlich gestern habe, mache ich das nicht. Das wäre bei mir, das wäre auch kein Problem, weil ich mache es auch immer. Ja. So. Wenn man jetzt als Fußballspieler in die Bundesliga aufsteigt, sozusagen diesen Weg gemacht hat, sich das dann eben auch finanziell auszahlt, aber verändert das auch dein Blick, deine Einstellung zum Sport? Weil da geht es jetzt ja um viel mehr. Ja, also ich muss sagen, gerade jetzt bei den Lilien, also gerade in Darmstadt, ist es natürlich nochmal eine andere Gehaltsstufe, wie jetzt zum Beispiel natürlich. Dortmund oder den anderen ganzen Bundesligisten. Darum ist es jetzt bei uns jetzt oder gerade auch bei mir jetzt nicht so extrem krass, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, was passiert denn da? Oder dass der Bankberater jeden Tag bei mir anruft, das ist nicht so, das ist nicht der Fall. Also ist alles noch human und die Sichtweise zum Sport verändert oder hat es bei mir überhaupt nicht verändert. Ne? Das wird einfach immer nur, man macht es einfach nur darum, größtenteils, zumal ich mache das so, weil es einfach nur ein geiles Gefühl ist, jeden Samstag bzw. Sonntag ein Bundesliga spielen zu können. Das ist einfach, da kann das Gehalt da nichts aufwiegen. Das ist einfach ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Und ja, das ist das Größte. Das ist der Kindheitstraum von jedem Jungen, der früher mal Fußball gespielt hat oder Fan ist oder was auch immer. Das muss unfassbar sein. Ja. Also, ja, es ist wirklich, also gerade, also wo ich letztes Jahr das erste Bundesligaspiel gemacht habe gegen die Bayern, war wirklich ein Traum dort. Und ich kann es jetzt manchmal selbst nicht realisieren, wie das so abgelaufen ist. Ich rufe es mir oft zurück und träume auch manchmal noch davon. Ja? Von meinem ersten Bundesligaspiel gegen die Bayern, das ist schon auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis. Also ich war auch da und ich habe mich so gefreut für dich. Ich habe mich so unfassbar gefreut, weil gerade nachdem vorher kein einziges Spiel gemacht und dann in der Allianz Arena in München, dann gibst du die Flanke zu dem 1-0, super Leistung. Wann hast du irgendwie das realisiert? Schon auf dem Platz, als der Sandro Wagner den Ball da reinmacht oder kam das in der Kabine erst oder erst dann später im Hotel im Bett? Ach, das war ein ganz komisches Gefühl, ne? Weil gerade als ich die Flanke zum Tor gegeben habe und es 1-0 gefallen ist, war es total still im Stadion. Ne? Und ich wusste jetzt nicht ganz genau, ob das jetzt wirklich passiert ist, das Tor, oder ob da jetzt irgendwie nochmal abseits oder keine Ahnung, ob irgendein Foul gepfiffen worden ist. Und dann ist der Sandro Wagner ziemlich schnell auf mich zugerannt oder an mir vorbeigerannt, wo ich dann hinterhergerutscht bin. Realisiert habe ich es dann wirklich auch erst komplett erst nach dem Spiel. Also auch gerade so, wenn man geduscht hat, wenn man sich das nochmal ein bisschen vor Augen hält, wenn man dann die Nachrichten von seinen Freunden, von seiner Familie bekommt und es dann durchliest, da kriegt man das dann schon mit. Auf dem Feld ist das dann eher so, dass du dann eher so, draus will ich jetzt nicht sagen, aber du bist so im Fokus in dem Spiel einfach, dass du dir über sowas jetzt gar keine Gedanken machst. Nach diesem grandiosen Klassenerhalt letzte Saison
ist diese Saison ein bisschen schwerer. Ihr tut euch einfach ein bisschen schwerer. Ist irgendwie auch nicht so, manchmal nicht das nötige Quäntchen Glück dabei. Aber ja, das Umfeld hat jetzt auch schon mal ein bisschen gemurrt. Wie ist das denn? Also wie nimmst du die Stimmung bei euch wahr? Ist das okay, wir schaffen das trotzdem, oder ist da tatsächlich ein bisschen Genervtheit dabei? Nee, also ich glaube, unsere Mannschaft, die wissen, oder unsere Mannschaft weiß, mit was für einem Ziel wir in die Saison gestartet sind. Wir wissen auch, dass die zweite Saison meistens die schwierigere Saison ist. Das spüren wir jetzt am eigenen Leib. Nichtsdestotrotz, wir sind gefestigte Mannschaft, also wir verstehen uns alle wirklich sehr gut. Wir waren letzte Woche Lasertag spielen. Es war wirklich auch sehr gut und jeder hat mitgezogen und wir sind eine Einheit und versuchen das auch jetzt auf den Platz zu bringen. Ja, und ich denke, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir auch dieses Jahr unser Ziel erreichen werden. Ja, jetzt voll im Bauch tut's gut zu sitzen. Vielen herzlichen Dank, dass wir da sein konnten. Und Sandro, ich habe auch noch was für dich. Und zwar ist das die Lilien Inside Tasse. Ja, wow, dankeschön. Ja, bitte, also nochmal, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Mir auch auf jeden Fall. Schön, dass ihr da wart. Schöne Essen mitgebracht hat und natürlich die Tasse. Ja, und ja. Jetzt zum Vergnügen. Ne? Ja, eben. Jetzt müssen wir als perfekten Männerabend-Ausklang, werden wir noch ein bisschen Orakel spielen und das anstehende Spiel Freiburg gegen Darmstadt spielen. Und du nimmst natürlich Darmstadt 98. Blutet mir ein bisschen das Herz, aber spielt sich selbst. So, das war's für heute von uns. Ich hoffe, ihr hattet dabei genauso viel Spaß wie ich. Wir sehen uns wieder vor dem letzten Auswärtsspiel der Hinrunde bei Hertha BSC Berlin. Bis dahin, Gude und Ciao, euer Colin.